So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge, natürlich hier bei Man of the World, bei Landwirtschaftssimulator. Heute ist es was, habe ich viel schon gemacht, ich habe recht viel jetzt schon erledigt. Ich habe Wolle verkauft für 100 paar Euro. Ich habe eine Sache gekauft, die wir jetzt abholen werden. Dazu brauche ich natürlich meinen Auflieger hier hinten. Da leuchtet es schon an. Und ich habe das Weizenmehl geschafft, das gab aber nicht ganz so viel Geld, wie wir erhofft haben. So, was hier hinten ist, das werdet ihr gleich mitkriegen. Einmal drehen. Und runter mit der Scheiße. So. Fertig. Ich habe auch gesehen, wir könnten ja neue Tiere kaufen. Und wie teuer ist denn da überhaupt ein Tieranhänger? Das ist natürlich die große Frage, die sich hier natürlich stellt, wenn ich die Tiere finde. Tieflattiere. 67. Ach nee, hier. 24.000. Das können wir uns noch nicht ganz leisten. Ah, fast. So. Was ist das? Das ist richtig eine Sache zum Saubermachen. So, für diese Rundumleuchte habe ich gerade mal 1.000 Euro noch ausgegeben. Ja, muss ich noch was dazu sagen? Bleib drauf. So. Ruhe. So, also, das können wir uns noch nicht leisten. Wie teuer sind aber die Tiere? Das ist natürlich die andere Frage. Die sehen wir hier jetzt nicht. Und die Tiere, wo könnte man die gleich nochmal kaufen? Wo könnte man die Tiere gleich nochmal kaufen? Ah, da hinten. Das heißt, wir fahren jetzt da. Gut, okay. Da fahren wir dann mal kurz hin. Ich will mal gucken, wie teuer die Tiere waren. Vielleicht können wir uns noch ein paar Schafe leisten. Das hoffe ich mir natürlich. Ganz doll. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo das Licht anging. Deswegen fahren wir immer noch ohne Licht. Ach da, F. So. Dann fahren wir hier schon wieder rein. LKW sind auch zu teuer. Habe ich zwar noch nicht geguckt, aber ich denke mal, die können wir uns erst noch recht noch nicht leisten. So, die Frage ist sowieso, wofür brauchen wir denn einen LKW? Hahaha. Oh, das war falsch. Vielen Dank. So. Das ist hier die Baumablage. Hier können wir ja die Bäume verkaufen. Die ganzen Stämme. Ich weiß noch nicht mal, was mehr Geld bringt. Mich würde mal eine Sache jetzt noch interessieren. Wie weit ist denn... Der ist bald fertig. Okay. Dann kann er weiter Samen sehen. So. Samen sehen. Genau. Düngen müsste man eigentlich auch noch weiter. Aber das lassen wir jetzt erstmal. So. 13:02 Uhr. Ihr seht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das Ganze zu machen. Okay, hier kommen wir gar nicht mehr hoch. Deswegen ein bisschen unrealistisch jetzt zu machen. Oder machen wir jetzt uns nichts draus. Klar, wie gesagt, der ist so schwach, der LKW. Der Trecker. Gut, das ist mir jetzt egal. Also, eigentlich hätte man einen anderen Trecker müssen nehmen. Das ist der XL, der andere. Und der hat ein bisschen mehr Power. Der ist auch, glaube ich, nie dafür ausgelastet. Deswegen überlege ich mir ja irgendwann mal einen LKW zu holen. Wichtige Sache ist bloß, dass alles oben bleibt. Und es nicht irgendwann mal runterfliegt. Komm, den Berg schaffst du. Sonst kuppel ich dich gleich ab hier.
So richtig, richtig knapp. So, einkaufen gehe ich dann auch gleich. Muss ich noch. 2 Wochen kommt mein Bruder her, da will ich auch was essen. Also mehr was naschen. Eigentlich wollte ich auch noch einen zweiten Controller holen für PS. Aber ja, muss ich noch was dazu sagen. So, dann gucken wir mal. Teammenü öffnen. Ein Schaf 4000, ach, da können wir uns doch leisten. Okay, das sind also, wir haben Schafe, das ist okay. Fünf Schafe. Das wären wir bei 9 insgesamt. Eigentlich würde ich noch einen haben. Oh, das Geld haben wir leider nicht mehr. Verkaufen wir eins und nehmen die. Genau. So. Also 2000. Und dann geht das jetzt ab zum Hof. Eigentlich können wir auch hier runterfahren. Und dann wollen wir jedenfalls noch einmal den zum Sommermachen ausprobieren. Das ist eigentlich wichtig, dass wir die anhaben. Oh. Da sind wir ja, also geht eigentlich schnell runter, finde ich. Was ist denn das für ein Weg hier? Natürlich haben wir jetzt noch einen guten Weg bis ganz runter, aber ey, das passt ja genau. Ja, guck mal gleich mal um. Guck mal, dann kommen wir nämlich gleich den abkuppeln, den vorfahren. Hier vorne ist der hier. Genau, die Sojabohnen. Nee, den. Dann stellen wir das erstmal hier drüben ab. Und dann haben wir nämlich ein bisschen mehr PS hier dran. Also das, was wir auch gerne möchten. Guck mal, es geht auch gleich ein bisschen zacker los. Ein bisschen schneller. Den Unterschied weiß ich gerade nicht. Wir können ja mal schnell gucken. Was war denn der Unterschied Traktoren? So, 80 haben wir nicht. Wir haben sogar noch stärkeren. Wir haben einmal den hier mit 117 PS und einmal den hier, den HD, nicht XL, mit 127. Also 10 PS mehr. Oh, das macht schon seinen Unterschied, würde ich sagen. Da kann man glaube ich auch mal gucken, LKW ist der billigste 124, aber auch der hässlichste. Wenn, dann würde ich den Phoenix nehmen, also den Tatra. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Also 153, das ist natürlich noch ein bisschen mehr. So. Machen wir schon mal auf die Straße, machen unten alles sauber und dann ist gut. Müssen wir uns überlegen, was wollen wir denn als nächstes? Was? Das Spiel wird ja eh nicht mehr lange gehen. Meiner Meinung nach, weil es wird ja in nächster Zeit auch der Landwirtschaftssimulator. Nee, 2019 kommt das raus. Nee, Ende dieses Jahres, so. Genau, nicht 2019, sondern Ende dieses Jahres. Kommt der LS19 raus. Und da wollen wir natürlich auch wieder neu anfangen. Da wird vielleicht auch Multiplayer anfangen. Spekulierung. Und ich fahre falsch rum. Scheiße.
Halleluja. So, jetzt sind wir hier falsch rumgefahren. Macht ja nichts. Haben wir sowieso schon genug Zeit verbraucht. So, wir sind bei minus 2500. Das heißt, wir müssen mal bei der Bank was einnehmen an Geld. Wieder nehmen. Wieder ein bisschen. Wir müssen sowieso mal gucken. Hektar bearbeitet so. Sauberkeit 70. Die war vorhin niedriger, also komm. 6 Woll haben wir da. Nächstes Tier, Produktionsrate 156. Okay. Deswegen habe ich mir das Ding gekauft, damit es jetzt sauber gemacht wird. Ach, das ist doch so eine Scheiße hier. Ja, ein bisschen dreckig ist es auch schon. Halleluja. Hat noch so geschafft. Ach nein, Leute, ist das nie wunderschön, das Leben. Eigentlich nicht da. Lass mal. Da bin ich Italien, dann ist schon wieder die Gamescom. Ach Leute, ich bin so nervös. Das freut mich so extrem. Klar, dann habe ich 2 Wochen lang meine Mäuse nicht. Also eine Woche länger bei meinen Eltern bleiben. Und ich dann aber noch trotzdem noch eine Woche runterfahren und dann wieder mit hochkommen. Ja, komme ich schon aus irgendwie. Schade eigentlich, aber. Irgendwie werde ich das schon überleben. Ich hoffe, sie natürlich auch. Also die Mäuse, nicht meine Eltern. Sondern die Mäuse das überleben. Ich finde die Blinker viel zu kurz. Finde ich scheiße gemacht. Möchten dem Rick sich auf, dass die Blinker manchmal zu lang gehen? Weil eh in der Kurve man nicht so scharf ist. Ja, ich sag schon nicht. So, dann können wir jetzt nämlich mal ein bisschen sauber machen. Das Ding hat nämlich auch, glaube ich, 12.000 gekostet. Ist ein Mod, muss ich dazu sagen. Ist ein Mod, ist der Jelly Bean, Jelly irgendwas. Aber ich glaube, ich brauche wirklich irgendwann mal. Ich hoffe noch, dass ich das schaffe. Einen Überladewagen mir zu kaufen und einen LKW mir zu kaufen. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel, einen Überladewagen und ein Ding zu holen. Das ist, wie gesagt, das ist mein Ziel. So, sind wir jetzt da? Was wird denn gleich hier gemacht? Ah, okay, hier werden die Tiere ein- bzw. ausgeladen. Was, wenn ich jetzt verkaufe, kriege ich 200 pro Tier. 2200. Nee, will ich nie. So, da sind wir jetzt wieder da. X. Ne, G und X. Dann müssen wir jetzt nur noch abladen und dann ist es natürlich. Lass mal. Ach nee, wir machen noch einen Part. Wir machen noch einen Part. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.